Hallo Leute, ich stehe hier heute vor dem Tanzstudio Schwerelos. Ich wollte mal ein bisschen was Fancyeres ausprobieren. Und deswegen habe ich hier mal gefragt, ob man hier mal einen Basic-Kurs für Aerial Hoop machen kann. Und was das genau ist, das seht ihr gleich. Damit ihr natürlich auch ein bisschen Eindruck darüber bekommt, was Aerial Hoop überhaupt ist und wie das funktioniert, habe ich mich hier mit Anne getroffen. Sie ist nämlich die Leiterin von dem Studio. Und Anne, seit wann macht ihr das denn schon überhaupt hier mit dem Aerial Hoop? Also das Studio gibt es seit etwa 2,5 Jahren und Aerial Hoop unterrichten wir so seit 1,5 Jahren etwa. Und wie seid ihr darauf gekommen oder was war so der Anfang? Also ursprünglich kommt Aerial Hoop aus dem Zirkus- und Varieté-Bereich. Mhm. Ich habe vor Jahren mal eine Ausbildung im ZAK in Köln gemacht zur Luftakrobatik und da war eben auch Hoop dabei. Und habe dann selbst ein bisschen trainiert und es weiterentwickelt und Workshops besucht und dann haben wir angefangen, selbst zu unterrichten. Und wie sieht das bei euch aus, wenn ich jetzt als Laie hier hinkomme und dann anfangen möchte? Wie sieht das denn aus? Also es ist, man muss sagen, es ist relativ anstrengend, Aerial Hoop, weil der Hoop halt in der Luft hängt und man muss erstmal diesen Weg vom Boden in den Hoop schaffen. Deshalb fangen wir mit den Hoop Basics Kursen an, wo wir viel Kraftaufbau machen, wo den Hoop sehr tief hängen und da die ersten Übungen machen, mal ein bisschen höher hängen und diesen Weg in den Hoop trainieren auf verschiedene Art und Weise. Und danach geht es mit dem Hoop-Beginner-Kurs los, wo man dann wirklich die ersten Choreos tanzt. Und das ist ja auch im Endeffekt den wir dann heute machen werden? Genau, das ist der, den wir heute machen. Also ja, wir gehen schon direkt einen Schritt weiter und machen eine kleine Kombination vom Boden rein und dann im Hoop 2, 3 Moves und wieder runter. Ja, cool. Da freue ich mich auch schon drauf. Also ich werde mich jetzt umziehen und dann geht es eigentlich auch schon direkt los. Bauchname zieht fest nach innen, bleibt da, die Schulterblätter ziehen tief. Arme ziehen tief in die Länge, Bauchname bleibt drin, aber ich öffne meinen Herzraum. Also ich hänge hier, sondern ich öffne den Herzraum und drücke den Rücken ganz leicht durch. Öffne beide Beine, Kniekehle zieht Richtung Hüft, Gewicht wächst. Anderes Bein wieder lang, weit über außen nehmen und hier mit der Kniekehle, Achtung, lang anlegen, langes Bein, dann die Kniekehle reinziehen. Füße gekreuzt beieinander, Füße bleiben gestreckt. Nehm die Hand nach oben, zieh mich ran, kleiner Klimmzug und beide Beine wieder raus. Ist das mit dem linken oder mit dem rechten? Das, hier gibst du Druck rein und das Bein geht jetzt nach oben rein mit der Ferse. Achso, dann ein Bein strecken und das andere. So, einmal bei Arme verlängern, zieh lang. Ja, Arme lang. Sehr schön. Okay. Langes Bein anlegen, langes Bein anlegen. Entschuldigung. Mein Gott. Langes Bein, lang und jetzt Bein. Versuchen die Hände zu lösen oder vielleicht auch erstmal nur eine Hand. Ja, erst den einen. So, versuch mal die zweite Hand zu lösen. Oder den Boden mit zu benutzen. Wenn du und crunch wieder hoch. Die andere lösen, das Bein rausbringen. Und zieh dich ran. Und anderes Bein auch raus und versuch langsam zum Boden zu kommen. Langsam. Ja, sehr schön. Und das darfst du jetzt nochmal auf der anderen Seite probieren. Ja, jetzt habe ich zweimal die Kur gemacht. Es ist, die Kombi meine ich. Es ist anstrengend. Es ist wirklich sehr anstrengend. Ich werde es gleich nochmal ein paar Mal versuchen. Aber es macht auch viel Spaß. Aber wenn ihr euch mal meine Hände anschaut, die sind so rot. Man hängt ja immer in der Kniekehle oder irgendwo drin, das tut so weh. Aber egal, wir machen einfach weiter. Also ich muss sagen, mir hat es wirklich Spaß gemacht, Aerial Hoop mal ausprobiert zu haben. Es ist sau anstrengend und wirklich auch schwer am Anfang. Ich muss sagen, meine Waden tun mir mega weh, meine Kniekehlen sind total aufgeratscht. Aber ich kann nur jedem empfehlen, der wirklich mal was Besonderes in Richtung Tanzen ausprobieren will, Aerial Hoop auszuprobieren.